Unsere Sendung Fragen an den Autor kommt heute live aus der Stadtbücherei Merzig. Der Autor ist Günter Wallraff. Er spricht zu seinem Buch Ganz unten. Gesprächspartner, meine Damen und Herren, ist Heinrich Kalbfuß. Die redaktionelle Information gibt Ihnen Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Zu Hause am Radio oder sonst wo am Radio und vor allen Dingen hier in der Stadthalle in Merzig. Wir sind von der Stadtbücherei in die Stadthalle umgezogen. Das hatte auch einen guten Grund. Die Stadthalle, der große Saal, ist nämlich inzwischen auch voll. Ein weiterer Beweis dafür, wie gut diese Sendung Fragen an den Autor läuft. Und ich begrüße Sie hier im Saal, die Sie zur Eröffnung der saarländischen Buchwoche 1985 gekommen sind, ganz herzlich. Wenn ich Sie so ansehe, kann man, glaube ich, auch ohne Soziologe zu sein, sagen, Sie gehören nicht alle zur untersten Unterschicht. Und abgesehen von moralischen Problemen könnte man sich ja fragen, was geht das uns an, wie es irgendwelchen Hilfsarbeitern, irgendwelchen Arbeitslosen geht, zumal Türken. Die zunehmende Verwendung von umherfahrenden Arbeitskolonnen, von Leiharbeitern, Arbeitern auf Zeit oder gar illegal Beschäftigten bedroht jedoch uns, privilegierte Besitzer von Arbeitsplätzen, auch. Da werden feste Arbeitsplätze abgeschafft, Löhne werden gedrückt, soziale Absicherungen unterhöhlt. Wie geht man heute in der Bundesrepublik Deutschland mit Arbeitskräften um? Sind Methoden am Rande der Legalität nötig, um hier illegale Praktiken aufzudecken? Wie reagieren Polizei und Justiz? Unser heutiger Gesprächspartner Günter Wallraff wurde 1942 in Burscheid bei Köln geboren. Nach der mittleren Reife machte er eine Buchhändlerlehre und arbeitete auch in diesem Beruf. Insofern passt er auch sehr gut hier zur Eröffnung der saarländischen Buchwoche. Bereits 1966 veröffentlichte Günter Wallraff seine ersten Industriereportagen. Er verhalf dieser Form von Dokumentarliteratur in der Bundesrepublik eigentlich erst zum Durchbruch. Er arbeitete dann bei Konkret und Pardon und ist nun freier Schriftsteller. Der Autor gehört zu den Begründern des Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Er veröffentlichte unter anderem 13 unerwünschte Reportagen und Der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Über dieses Buch und auch das Folgebuch Zeugen der Anklage sprach er bereits in Fragen an den Autor. Heute sprechen wir über sein neuestes Buch, es heißt Ganz unten, ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 19,80 Mark. Dieses Buch wird morgen am Montag erst 3 Wochen auf dem Markt sein und ist bereits über 750.000 Mal verkauft. Meines Wissens der größte Bestseller, den es jemals gab hier bei uns. Noch schöner als dieser Verkaufserfolg ist, dass es schon Verhaftungen gab. Die Staatsanwaltschaft hat sich bei Günter Wallraff bedankt. Und das Allererstaunlichste, es gab noch keinen Prozess, noch keine Anklage gegen das Buch. Gesprächspartner ist nun Heinrich Kalbfuß. Ja, meine Damen und Herren, der Mann, um den es heute Morgen geht, wie auch in dem Buch von Günter Wallraff, der kommt aus der Levante. Und er hat schwarzes, fettiges Haar und dunkle, glitzernde Augen und Jacke wie Hose weisen ihn als Fremden, als Ausländer aus. Und auch sein Name, Ali Levent Sinirjoglu. Mutter Griech, Vater Türk, umschreibt Ali seine Herkunft und damit erklärt er auch, warum er der türkischen Sprache nicht mächtig ist. Er lebt wie 1,5 Millionen seiner Landsleute in der Bundesrepublik und will Geld verdienen. Dafür schrubbt er Klos bei McDonald's und schleppt Steine auf Baustellen. Er landet als Hilfsarbeiter bei Thyssen und auf einem Bauernhof. Und fast alles Dreckarbeiten, die er verrichtet, mal 5 Mark und mal 9 Mark pro Stunde. Radebrechend schlägt sich Ali durch eine fremde Welt, lernt andere Türken kennen und Libanesen, Algerier, Tunesier und auch Deutsche. Und wo immer Ali auftaucht, da schlägt ihm mal offen, mal verdeckt Ausländerfeindlichkeit entgegen. Er fühlt sich gedemütigt, gehänselt, beleidigt und bedroht und er erlebt ein Stück Apartheid in der Bundesrepublik. Und jeder von uns weiß es, jeder von Ihnen weiß es, dieser Türke Ali Levent Sinirjoglu ist kein anderer als Günter Wallraff, der hier neben mir sitzt. Günter Wallraff, wie kam es eigentlich zu dieser Idee? Was war Ihr Motiv? Ich habe das sehr lange schon vor mir hergeschoben, seit 1974 die ersten Tests gemacht. Und da fühlte ich mich noch nicht stark genug, auch körperlich nicht, gesundheitlich nicht. Und habe eigentlich immer es vorgehabt. Ich wohne in einem Arbeiterviertel in Köln, wo sehr viele türkische und griechische Nachbarn sind, über die Hälfte der Bewohner dort. Und ich merkte, wie in letzter Zeit ihre Situation sich verschlimmert, ihre Isolation größer wird und manche geradezu rausgeekelt werden, wo die Arbeitsplätze rarer werden. Und ich hörte dann auch, wie sie Arbeitsbedingungen unterworfen sind, die eigentlich an Zeiten des Frühkapitalismus erinnern. Ich habe mich dann entschlossen, es jetzt zu machen, weil ich werde auch älter. Ich habe mich mit einem Konditionstraining darauf vorbereitet,
dass ich auch jünger erschien. Mit 43 bin ich jetzt, kriegt man so eine Arbeit nicht mehr. Ich musste unter 30 sein und habe dann angefangen über eine Annonce, weil es ist ganz schwierig, überhaupt Arbeit zu kriegen, habe da sozusagen eine Annonce als Köder ausgelegt. Ausländerkräftig, sucht Arbeit, egal was, auch Schwerst- und Drecksarbeit, auch für wenig Geld. Und da kamen die ersten Angebote. Dann haben Sie ja nicht bloß als Türke gelebt, 2,5 Jahre, stimmt das eigentlich? Kontinuierlich? 2,5 Jahre, nicht kontinuierlich. Im ersten Jahr habe ich mir noch Rückzugsmöglichkeiten offen gelassen, wie jemand, der noch nicht sich freigeschwommen hat, der sich noch nah am Ufer aufhält. Ich bin immer wieder mal nach Hause zurückgekehrt. Mhm. Nach einem Jahr etwa war das, dass mir die Rolle sozusagen anwuchs, dass ich identisch wurde, dass ich weit rausschwamm, manchmal das Ufer auch nicht mehr sah. Das war die Zeit, als ich nachts im Traum diesem gebrochenen Ausländerdeutsch sprach und dann anfing, mich auch so zu fühlen, weil ich so behandelt wurde. Nun nehmen wir gleich mal die möglichen Einwände vorweg, um das hinter uns zu haben. Sie haben ja nicht bloß als Türke hier gelebt, Sie haben auch Ihre Erfahrungen audiovisuell, wie das im Neudeutschen heißt, dokumentiert mit einer Videokamera, versteckt in einer Umhängetasche mit Mikrofon. Und das verstößt gegen eine ganze Reihe von Gesetzen hier in der Bundesrepublik. Was sagen Sie dazu? Ja, erstmal ja nicht. Die Gesetze beachte ich. Ich habe es für wichtig gehalten, das auch von ganz nah festzuhalten. Weil es waren solche Ungeheuerlichkeiten. Das habe ich übrigens erst nach einem Jahr angefangen mit der Videotechnik. Weil ich erlebte Sachen, da habe ich mir gesagt, das nimmt mir keiner ab. Das glaubt keiner. Da sagt jemand, das fantasiert der. Und dann habe ich mit Freunden gesprochen, Videofreaks, die dann anfingen zu basteln. Das hat lange gedauert, bis eine Technik hergestellt war, die in eine Arbeitstasche passte, 7,5 Kilo schwer, bei 3 Lux gute Bilder macht, das heißt bei 3 Kerzen im Halbdunkeln. Und die habe ich dann mit an die Arbeit genommen. Die nimmt 3 Stunden auf und in entwürdigsten Situationen, in den allerschlimmsten Situationen, wo wir gezwungen wurden, nicht, Arbeiten zu machen, die die Gesundheit ruinieren, wo wir Staub schlucken mussten, das haben Analysen ergeben, wo eine Bleikonzentration drin war, wo Quecksilber drin war, Schwerstmetalle drin waren, die einen in wenigen Wochen bis Monaten fürs Leben krank machen können. Und wir bekamen keine Masken, weil das die Arbeit etwas verzögert. Wir haben Thyssenmeister geradezu angefleht, gebt uns eine Maske. Und sie sagten, ihr müsst fertig werden, geht uns nichts an. Wir wurden gezwungen, 16 Stunden, 24 Stunden, im Extremfall gab es Kollegen, 32 Stunden am Stück zu arbeiten, vielleicht ein paar Viertelstunden Pausen dazwischen, bis die Produktion wieder freikam. Da wurden Menschen verschlissen, da wurde sogar über eine Krankheit ein frühzeitiger Tod mit einkalkuliert. Und da habe ich mich entschlossen, diese Technik einzusetzen. Ich habe nachher die Kollegen, die ich so heimlich aufgenommen habe, gefragt, seid ihr einverstanden, kurz vor Erscheinen des Buches. Und sie waren alle einverstanden, sie waren sogar begeistert, sie sagten, das muss raus, das müssen alle erfahren. Es gibt andere Szenen, wo die Verantwortlichen, die Sklavenhändler, die Menschenhändler, aber auch Vorgesetzte von Thyssen, die uns dazu zwingen, diese Arbeiten zu machen, wo sie auch gezeigt werden, ohne gefragt zu werden. Das ist von Verfassungsrechtlern geprüft. Es gibt nämlich ein Urteil vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht aufgrund meiner Bilderfahrungen, als ich als simulierender Bildreporter arbeitete, das sagt, es gibt eine Güterrechtsabwägung. Und das Recht der Öffentlichkeit, über so etwas informiert zu werden, bei gröbsten Missständen und bei Illegalitäten, das ist voranzustellen und der Persönlichkeitsschutz in so einem Fall ist verwirkt. Und in solchen Fällen wird derjenige auch gezeigt, ohne gefragt zu werden. Nun sind Sie, Herr Wallraff, in sehr viele Rollen geschlüpft. Ihre Reportagebücher weisen das aus. Sie waren mal der Ministerialrat Kröver. Sie waren Bote und Pförtner beim Gerling-Konzern. Sie waren der Redakteur Hans Esser bei der Bild-Zeitung. Und zum Motiv gibt es hier einen Ausspruch von Ihnen. Man muss sich verkleiden, um die Gesellschaft zu demaskieren, muss täuschen und sich verstellen, um die Wahrheit herauszufinden. Ist Ihnen das gelungen? Der Erfolg des Buches, dieses neuen Buches, scheint ja in diese Richtung zu weisen. Ja, wobei die Auflagenhöhe noch nicht was aussagt über die Berechtigung. Das ist für mich kein Maßstab. Aber ich glaube, es war notwendig, weil ich sonst überhaupt das nicht erfahren hätte. Weil die Angst ist so groß. Ich habe vorher von außen versucht, sowas in Erfahrung zu bringen. Und diejenigen, die in solchen Bereichen arbeiten, sagen einem das nicht, nicht? Weil sie Angst haben, diese Arbeit, und wenn es noch die entsetzlichste ist, auch noch zu verlieren, weil ihnen sonst nichts bleibt. Und weil sie sich halb mit strafbar gemacht haben. Von daher muss man dieses Schicksal teilen. Man muss mit drinstecken, einer der ihren werden, um überhaupt Zeugnis ablegen zu können. Das geht einfach nicht anders. Jetzt plötzlich haben meine Freunde, meine Kollegen vom Arbeitsplatz die Angst verloren.
Sie kommen auf öffentlichen Veranstaltungen, Sie melden sich zu Wort, Sie sagen, was Sache ist und keine Behörde tut Ihnen mehr was. Die Behörden verfolgen nicht mehr die Opfer, sondern die Täter und die umso nachhaltiger. Und da ist also eine unheimliche Kraft, die jetzt auch diese Kollegen trägt. Das ist für mich das Allerwichtigste, nicht? Dass Ihnen nichts passiert. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Günter Wallraff zu seinem neuen Buch Ganz unten bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und hier der erste Anruf. Ich hätte mal gerne den Herrn Wallraff gefragt, ob er bisher, wie er es schon befürchtet hat, Prozesse gegen ihn angestrengt wurden und wie diese Prozesse ausgegangen sind oder ob sich die Verleihfirmen in Schweifen gefüllt haben. Ja, trotz der schlechten Tonqualität ist vielleicht das Wort Prozess ins Ohr gekommen. Es ist so, es sind eine ganze Menge Prozesse angedroht worden von den Verantwortlichen, von den Firmen, auch von den direkten Menschenhändlern. Sie haben übrigens noch sehr seriös über die Fernsehsendung Report, da saß jemand, meine Hauptfigur im Buch, ein Herr Adler, der sich später selbst als Vogel zu erkennen gab. Ich hatte ihn da noch mit anderem Namen versehen, um auch aus Resozialisierungsgründen, jeder hat die Chance, sich auch mal zu ändern, aber er hat so viel im Rücken, er ist mit eine Säule, eine Zierde dieser Gesellschaft, er ist befreundet mit dem Oberbürgermeister von Essen, mit dem früheren Minister Bäumer und er ist nicht irgendwie so eine windige Unterweltfigur, sondern er gilt was im Ruhrgebiet. Und von daher ist er ganz freimütig in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Die erste Reaktion von ihm war, sein Fernsehteam ihn am Tag des Erscheinens des Buches besuchte. Er kam auf die Straße mit ausgestrecktem Zeigefinger und sagte, Wallraff ist der Verbrecher. Er hat sogar mit einer gefälschten Lohnsteuerkarte gearbeitet und das ist strafbar. Ne? Das ist sozusagen das Rechtsempfinden von vielen in diesem Lande. Aber inzwischen hat sich das etwas umgekehrt. Er war vorübergehend verhaftet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt sehr sensibel. Und zwar nicht nur wegen der vorenthaltenen Lohnsteuergelder. Das ist sonst oft das Erste, wo die sich drauf stürzen, sondern auch wegen Körperverletzung. Nicht? Wir wurden durch diese Aggressivstäube in unserer Gesundheit ruiniert. Es gibt viele Kollegen, die haben Bronchitis, die haben Asthmaanfälle, die haben Lungenleiden. Gleichzeitig ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Nötigung. Wir wurden gezwungen, 16, 24 Stunden am Stück zu arbeiten, weil wir sonst entlassen wurden, weil es für die Hütte auch billiger war, diese Dauereinsätze. Und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und hat ihn vorübergehend verhaftet, auch den anderen Subunternehmer Remmert. Und daraufhin hat dieser Mann ein Geständnis abgelegt. Er hat gesagt, ich sehe es nicht ein, dass ich da als Einziger nach unten getreten werde. Sicher nicht nach ganz unten, er hat genug Vermögen im Ausland. Aber er erklärte, er wolle auspacken. Und jetzt hat sich die Situation gewandelt. Der Generalstaatsanwalt erklärt, die Aussagen unseres Zeugen Wallraff decken sich voll mit den Aussagen des Zeugen Vogel. Das heißt, er hat im Nachhinein alles bestätigt. Und jetzt finden Ermittlungen statt, auch gegen Thyssen. Sie haben nämlich die Verantwortung. Sie haben davon eben auch innerhalb der Produktion enormen Nutzen gehabt. Sie konnten eigene Stammarbeiter abbauen. Und es sind bei Thyssen auch Stempelkarten beschlagnahmt worden, wo diese Dauereinsätze festgehalten waren. Die Landesarbeitsämter, die Gewerbeaufsichtsämter sind hellwach und es findet sowas wie eine Kontrolle von unten statt. Die Prozesse, die gegen mich angedroht waren, ich warte gelassen darauf, ich habe Beweise, ich habe genug Zeugen.